Hallihallo, ihr Lieben. So, Eleonora ist wieder mal dabei. Ja. Wir hatten euch nämlich was versprochen. Und Eleonora war es ganz wichtig, ihren Koffer selber euch zu zeigen. Aber ich habe natürlich jetzt alle Koffer gepackt. Ihr werdet den einzigen, den ihr nicht sehen werdet, das ist Alessandro seiner. Der packt ihn nämlich komplett alleine. Also ich habe schon mal drüber geguckt. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Und außerdem haben wir ja... Ich weiß nicht, ob es noch... Was haben wir mit? Was? Zum Beispiel waschen? Die Waschmaschine, die kleinere Waschmaschine. Genau, wo man 3 oder 4 Kilo, glaube ich, drin waschen kann. Ich weiß gar nicht, da hat man es letztes Jahr gar nicht mitgenommen zum Wäsche waschen. Also wir haben wirklich eine Waschmaschine mitgenommen, damit wir unsere Wäsche im Urlaub waschen können. Und deswegen haben wir auch gar nicht so viel mit. Also so viel. Wenn ich das jetzt schon wieder so sehe, wird es sowieso wieder viel zu viel, weil wir am Ende wahrscheinlich nur in Badesachen rumrennen werden. Ja, weil es wird... Hä? Oder nackt, sagt Andi aus dem Hintergrund. Also wenn er das macht, bitte, ich mach's nicht. Es soll nämlich richtig warm werden. Es sollen 30 Grad, über 30, 33. Über 30 Grad 33. werden. Es war auch teilweise bis 40 Grad angesagt, aber mittlerweile sind wir bei 33, 30, 32. Also wir genießen dann den Urlaub auf jeden Fall. Und wir werden nicht so viel unterwegs sein, weil wir da uns sagen, oh, ich kann nicht mehr. Ja doch, was zu essen kaufen. Wäre von Vorteil, wenn wir das machen. Oder? Essen ist immer gut. Essen brauchen wir. Ich zeige euch jetzt erstmal unsere Koffer. Eleonora zeigt dann das andere. Roll mal nicht hier so zur Seite mit dem Koffer. Also Andi und meinen Koffer. So, ich gehe mal hinter die Kamera. Nee, das geht ja nicht. Ich muss halt hier zeigen. So, ihr seht jetzt schon. Ich habe es jetzt so zusammengepackt. Wir haben uns neue Koffer gekauft. Die hattet ihr. Jetzt habe ich einen Finger davor. Hallo. Hatte ich die euch schon gezeigt gehabt, als wir in Polen Urlaub? Ich glaube, da habe ich es euch gar nicht gezeigt. So, die kann man nämlich auf der Seite aufmachen. Mach mal auf, bitte. Da hinten steht noch der Wäschekorb, den ich fertig machen muss. Also, Andi hat nämlich noch Wäsche gewaschen. So, da haben wir ein bisschen was drin. Das sind zum Beispiel meine Barfußschuhe, Flipflops. Und Flipflops? Die Pummi-Farge. Du hast keine Flipflops mehr, weil du ziehst die gar nicht mehr an. Du hast ja dafür deine Pummi-Farge-Dinger. Dann müssen wir ja Bettwäsche mitnehmen, wie ihr wisst. Eine dicke Strickjacke, die man hoffentlich nie brauchen werden. Also ich hoffe, die bleibt dann drin. Dann seht ihr, ob meinen Lockenstab habe ich trotzdem mit. Ob ich ihn benutzen, wäre es die nächste Frage. Hier krümelt irgendwas. Ach, von den Schuhen bestimmt. Mein Schlafsachen. Das ist teilweise auch so, dass man dann gar keine anzieht, so heiß wie das dann ist. Ein Handtuch und ein großes Duschhandtuch und ein normales Badetuch. Ein Badvorleger, der ist hier unten drunter versteckt. Ach, genau, der ist dann immer vor der Dusche dann dort. Was ist das? Und gewaschen werden dann halt die Handtücher mal dazwischen. Das ist der Lockenstab. Und als Föhn. Das ist nicht nur der Lockenstab, das ist auch der Föhn. Weil Alessandro ist eher der Föhn-Typ. Würdest du gleich mal bitte wieder zumachen? Ich liege auf meinem Koffer. Sie liegt auf dem Koffer. Machen die kaputt. Sie testen ihn gleich mal aus wahrscheinlich. Ach los. Einfach. So. So, und jetzt seht ihr, wir haben uns nämlich diese Taschen jetzt gekauft gehabt, bevor wir in den Polenurlaub gefahren sind. So, und da habe ich jetzt hier, ist meine Unterwäsche drin. Ein paar einzelne Socken, die ich hoffentlich nicht brauchen werde, weil man nur in Flipflops und diesen Gummilatschen, wie wir es so schön in Sachsen sagen. Gummilatschen. Ja, und den Pummi verarsche oder Gummilatschen. Ich nenne es lieber Gummilatschen, weil ich kann mit Pummi nicht mehr. Kannst du denn merken? Oder in Sandalen. Die Sandalen ziehe ich aber über der Fahrt an, deswegen sind die ja gar nicht drin. Ich nehme bloß Barfußschuhe noch mit, als normale feste Schuhe. Und hier sind noch meine 2 Bikinis drin und ein Badeanzug, weil im Balaton. Ja. Das zeigen wir dann. Und weil im Balaton verfärben nämlich unsere Sachen so, die Badesachen. Und deswegen haben wir nicht einen ganz einfachen Badeanzug und Andi hat bloß eine einfache Badehose. Und Eleonora hat ihren Schwimmanzug von der 2. Klasse, ihren Schwimmbadeanzug. Ja, 2. Klasse, da haben wir mittwochs immer 2 Stunden Schwimmunterricht. Mhm. Kannst du mir mal bitte helfen, Eleonora? Ja, ich helfe. Ah, jetzt hab's geschafft. Hier ist schon, kannst du mir dann gleich weiterhelfen, denke ich mal. So, hier hab ich ein bisschen... Badesachen, also Duschbad, was wir auf jeden Fall zusammennehmen werden. Außer Eleonora, die hat ihr Sensitiv. Was wo? Das nimmst du nicht mit. Das nehmen wir 3. Was meinst du? Nee, das ist meine. Nivea-Creme, wie ihr es kennt, wir haben es ja schon mal gesagt, auf die Lippen schmieren, wenn die ohne Ende trocken sind, gerade durch die Sonne, hilft, obwohl es eigentlich nicht gut sein soll, weil da irgendwie Paraffine oder so drin sind. Dann ein Parfüm ist schon eingepackt. Was steht da? Rossmann. Nein, das steht als Oliver. Da steht doch nicht Rossmann drauf. Also wisst ihr nicht, dass es ein Rossmann-Parfüm ja, gibt. Oder gibt es das bei euch? Na, weil das so aussieht. Das sah so aus. Die Augen, also die Pads im Endeffekt sind schon eingepackt. Nee, lass das mal bitte. Für den Toner ist das. Einmal Spülung und... Genau, Spülung und... Shampoo. Handwaschseife, Flüssigseife. Und
damit man mal anderweitig Locken machen kann, im trockenen Zustand, auch das mit eingepackt. Hier sind schon ein paar Medikamente drin. Ich habe nämlich einen Teil bei mir drin, einen Teil bei Andi und einen Teil bei Eleonora, was sie dann im Endeffekt brauchen könnte, was wir nicht hoffen. Ja. Eine lange Leggings ist auch immer dabei. Die lasse ich so mit draußen. Eine dünnere Strickjacke und das sind einfach bloß, das ist ein Kleid, was ich so drüber ziehe, wenn wir jetzt an den Balaton oder so runtergehen. Meine Seidenhaube darf natürlich nicht fehlen. Du hast noch gar keine Seidenhaube eingepackt, fällt mir gerade auf. Ich hole sie mal. Ja, hol sie schon mal. Achso, ich tue mal hier die Leggings rot runter. Die Medikamente drauf. Jetzt haben wir das gar nicht mehr zugemacht. Das machen wir dann wieder auf den Tisch. So. Und hier sind eindeutig zu viele Klamotten, wie immer. Sicher, sicher. Sind wir mal ehrlich. Zwei? Du brauchst ja keine zwei, die kann man ja auch waschen zur Not. Also, ich habe jetzt T-Shirts 1. Also, das sind zwei eher Crop-Tops, die ein bisschen kürzer sind, weil ich High-Waist-kurze Hosen mit habe. Deswegen die zwei. Aber das sind kurzärmlich. Dann noch ein T-Shirt, noch ein T-Shirt. Ein ärmelloses ist hier. Und 1, 2, 3, 4. Also, ich habe 5 ärmellose Oberteile mit. Und 4 T-Shirts sozusagen. Weil die sind ja trotzdem mit T-Shirt-Ärmeln. Dann 1, 2, 3, 4 kurze Hosen. Die müssen reichen. Und das ist bloß eine Schlumpi-Hose, die man im Endeffekt bloß unten dann, wenn wir an der Ferienwohnung sind, im Garten dort anziehen, genauso wie das Kleid. Einfach früh mal drüber ziehen oder sowas. Super. So, bei Eleonora ist gerade hier. Gib mir ein E, gib mir ein L. Gib mir ein E, gib mir ein O, gib mir ein Du hast dein N vergessen, aber egal. Elio. Eli. Ach, du warst ja noch beim E. Oh, ach, ich komme mir auch nicht mehr ein. Es ist zu warm hier drin. Was ist N? 27 Grad jetzt warte, gerade. So das macht geht man gar das N, glaube ich. Wieso? Ich weiß es nicht. N, O, R. Und? A. Und? Mit ihren Seitenhauben. Die kommen dann in deinen Koffer übrigens rein. Ich tue sie mal rein. So, und dann habe ich, mach ruhig weiter, 2 Kleider eingepackt, 1 ziehe ich auf der Fahrt an. Oh, sorry. So, mehr ist eigentlich gar nicht im Koffer bei mir drin. Nicht gucken. Ja, ist ja gut. Wir versuchen es. Ich wechsle mal hier rüber, damit das ja nicht so seht. Den müssen wir dann wieder zumachen, der sieht jetzt lustig aus. Ja, mal sehen, ob wir wieder zukriegen. Jetzt gehen wir mal rüber. Ja, du musst das ja auch zeigen. Das ist das Problem, oder? Pass auf. Das ist nämlich ein bisschen enger hier. Hier ist die Heizung. Blöde Heizung. So, jetzt seht ihr schon. Also, Andi ist im Endeffekt ausgerichtet auf gelb und blau. 2 Basecaps. Bei mir kommt noch ein Sonnenhut übrigens rein, den müsste ich da noch mit einpacken. Das sind ja Farben, die Papa sieht. Dann haben wir Handtücher, also hier normale kleine Handtücher mit, für die Hände abtrocknen. Gut. Ganz wichtig. Dann seht ihr das schon. Wäscheklammern. Da habe ich mir auch gedacht, warum Wäscheklammern? Warum Wäscheklammern? Weil wir Wäsche waschen. Wir haben eine kleine Waschmaschine mit. Wäscheklammern. Weil die anderen sind verschwunden. Wie viel hat es gekostet? Ganz viel. Ich war extra bei Teddy. 1,55 €. So. Guck mal hier. Da bleib mal, warte. So, jetzt machen wir euch das mal auf. Ja. Ja, Eleonora, du guckst bitte auf die Kamera. Ich erst mal. 1, 2, 3, 4, 5. Also, Andi hat sogar 6 ärmellose Shorts mit. Dann hat er 4 kurze Hosen. Die helle habe ich dir jetzt schon reingetan. Ach, 5 kurze Hosen. Die andere sind nämlich hier anderweitig. Dann muss ich sich verzählen, die könntest du in die Kommentare schreiben. Genau. 1, 2, 3, 4 T-Shirts, falls es doch ein bisschen kühler ist. Weil Andi hat auch noch eine Strickjacke mit dabei. Also wir fahren 15 Tage. Die Unterwäsche ist zum Beispiel auch nicht abgezählt. Also wir haben jetzt zwischen 7. Ja, 7. Yeah. 7 Slips. Außer Andi, der hat nämlich mehr. Was hier sind Slips? Unterwäsche. Schlüpfer. Was sind Slips, genau. Für Andi haben wir extra welche bestellt gehabt. Die haben wir jetzt gleich eingepackt. So. Ein paar Socken. Ich glaube, 5 Paar Socken sind es. Ihr seht auch, die Tempotaschentücher sind dabei. Ganz wichtig. Die Tempotaschentücher. So, dann hier eine kurze Hose noch, weil die passt nicht mehr so rein. Die weiße wollte gerne mit haben. Und eine weiße lange Hose, weil wir haben eine lange Hose. Apropos lange Hose. Ich habe auch irgendwo noch eine weiße lange Hose. Ich weiß nicht, wo die. Warum lange Hosen? Wir hoffen, dass wir sie nicht brauchen, Eleonora. Hello? Aber manchmal passiert es. Wir hatten es schon mal im Ungarn Urlaub, da brauchten wir lange Hosen. So traurig, aber naja. Hatten wir da welche? Wir hatten welche mit, ja. Gut. So. Und jetzt haben wir hier alles passend zu dem Herrn. Pflaster. Der hat sich ja hier ein Zeh verbrannt, also verbrüht. Das sind Pflaster und Eleonora hat sich auch wehgetan, die hier sind ideal.
diesen Wundverband direkt hier verkleben ist. Nackenwärmepflaster, Insektenstichheiler ist ideal. Ich habe das gesehen gehabt. So, Eleonora kann die Kamera gerade nicht halten. Ich soll dich doch wieder übernehmen. Nein. Das ist gerade gefährlich, was du hier veranstaltest. Ich sehe euch gerade durch die Gegend fliegen. Blasenpflaster. Ja, Blasenpflaster, Wundheilsalbe, normale Pflaster, Ibuprofen, was eher Andi nimmt, Paracetamol auch, das nimmt eher Alessandro, Eleonora und auch Andi, was sind das? Ach, von mir bestimmt. Novamin-Tabletten und sowas. Also das sind unsere Wundspray und sowas, ist bei Andi alles noch mit drin. Jetzt müssen wir das alles wieder einpacken. Ich frage mich gerade, wie das noch reinpasst. Das müssen wir da wieder ordnen. Nee, brauchst du jetzt nicht zu machen, das funktioniert nicht. Ich glaube, das klappt nicht mehr so. So, und hier ist bloß noch, mach mal bitte auf, sind bloß noch ein paar einzelne Pflegeprodukte schon drin, weil Rasierer und sowas machen wir erst später. Deo-Spray, Rasiergel, was hast du hier? Ach, also was ist das, Haarduft? Keine Ahnung. Ich mache sowas gar nicht ran, weil ich zu trockener Kopfhaut neige, funktioniert nicht. Und das Parfüm ist schon drin. So, da passt noch das andere ein bisschen rein. Ich glaube, obwohl ein Rasierer, werden wir wahrscheinlich in die Extra-Tasche packen. Weil wir machen halt die Zwischenübernachtung. Jetzt liegt hier alles chaotisch rum. So, und hier haben wir jetzt die Badesachen. Eine neue Badehose, ganz in weiß. Die hier, die sieht, ich weiß nicht, ob ihr das schon so seht, die sieht von der Farbe her halt auch nicht mehr so perfekt aus. Ja. Die zieht am Ballathon an und das ist auch eine neue von letztem Jahr. In der Kamera sieht die viel knalliger aus. Noch knalliger als so, ne? Ja. Also die ist schon sehr, sehr knallig, die gelbe Hose. Da haben wir die Badehosen. Dann, wie haben wir so schön gesagt, die Pummi-Vorarsche oder Gummilatschen. Pummi. Aber in auch Barfußschuhe, die sind nämlich neu, die haben wir noch bestellt. Die haben so in weiß, nicht in schwarz. Ja, ich habe auch welche in weiß, genau. Dann gelbe Schuhe, passend zu seinen Klamotten, darfst du dazu machen. Genauso wie alle anderen. So. Ein schwarzes Handtuch, also Duschtuch, dann das graue und das schwarze Bad. Eine normale Strickjacke? Und eine Strickjacke, falls es doch kühler wird. Und die Bettwäsche. Okay, weil wir müssen ja unsere Bettwäsche selber mitbringen. So, jetzt würde ich mal sagen. Oh nein! Eleonora zeigt es euch. Also ich schwitze jetzt schon, das ist echt heute heftig. Wenn man im Urlaub ist, ist das immer noch was anderes. So, Eleonora übernimmt. Wir wissen, du das jetzt zeigen. Ich mache eine Hand so. Ja, das kannst du. Dann hältst du. Ich halte, so. Also Eleonoras. Das ist Kocher, meine richtig. Zwei Badehauben, genau. Badehauben. Seidenhauben. Die Seidenhauben. Auch zum Schlafen. Genau, du bist leider Bäder mitnehmen. Haben wir ja gerade vorhin festgestellt. Vorsichtshalber. Genau. Wärmekissen. Genau, das kann man in der Mikrowelle tun, ne? Wenn wir Bauchschmerzen haben. Aber es heißt Körnerkissen. Ja, das ist normal. Weil Körner drin sind. Genau, weil die ja. Hier muss ich aufmachen, damit man es besser sieht. Wir mussten erst noch ein paar einzelne ärmellose Shirts noch kaufen, weil Eleonora echt keine ärmellosen Shirts hatte. Das hier sind sie. Da könnt ihr bloß mal, also unbezahlte Werbung, bei Amazon gucken. Das gilt allen Ernstes. Du kannst ja mal eins rausnehmen, auch bitte ohne, dass es gleich alles raus. Das hier, das gut. Ist schön. So. Das runter. So. Soll ich auch mal? Ja, mach mal auf. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Das ist übrigens hier in Europa hergestellt. Europa? Wenn ihr das anguckt, das gilt als Unterhemden. Das sind nie im Leben nur Unterhemden. Ich würde das ganz normal. Es ist auch von der Qualität her. Es ist richtig, richtig fester Stoff, richtig angenehm. Das ist ja deine. Also ich würde es nie als Unterhemden nehmen, sondern wirklich als ärmellose Shorts. Also ideal und wirklich günstig. Ich glaube für 5 Stück 25 oder 6, ja 25 Euro. Bei 5 Euro für ein Unterhemd finde ich schon grenzwertig. Hier ist mein eines Kleid. Ja. Mein eines schönes Kleid. Das hier ist, ist das auch ein Kleid? Nein, das ist der Jumpsuit. Ach so, das ist der Jumpsuit. Das hier ist ein anderes Kleid, wo wir gedacht haben, dass es, wo Mutti gedacht hat, dass es gelb ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass so... Cremefarben? Nee, beige. Beige-Cremefarben. Ja, so beige-braun. Ja, aber so eine schöne Farbe. Aber schwarz, ich weiß immer noch nicht, wo das schwarze Kleid hin ist. Das fehlt uns gerade noch. Das ist, glaube ich, unten? Kann gar nicht mehr unten sein. Ich glaube, Papa hat das runtergehauen. Nee, also es war ja ein schwarzes, eine schwarze Wäsche war jetzt nicht. Das hier ist... Na, was ist es? Eine Hose, oder? Nee, der Hosenrock. Ach so, der Hosenrock. Der Hosenrock. Ich kenne mich nicht so gut in meinem Schrank aus. Ja, das merke ich gerade. Die Lochstickerei, das mag ich ja ganz sehr. Das ist eine kurze Hose. Ja. Die haben wir neu gekauft gehabt. Das ist auch eine kurze Hose. Die haben wir auch erst neu geholt. Die sieht gar nicht so knallig aus. Und die hat gerade mal 4 Euro gekostet, also bei C&A wurde die runtergesetzt. Die sind echt eigentlich noch knalliger als... Ja, als man es in der Kamera jetzt sieht. Das ist auch eine kurze Hose, ne? Hier habe ich... Sieht jetzt lustig aus. Ich glaube, das ist ein Pullover oder so? Nein, das sind T-Shirts. Ein T-Shirt. Du hast eins, zwei,
Drei T-Shirts haben wir mit. Hier ist, glaube ich, das ist auch ein T-Shirt? Nee, das ist armloses Shirt. Das ist eins der wenigen, was Eleonora besitzt. Ich glaube, vier oder so. So, das. Oh. Ey, warte. So wie das gerade aussieht, brauchst du es nicht machen. So, da ist die Unterwäsche auf jeden Fall drin. Die ist ja uninteressant. Socken, ein paar. Das hier ist mal so ein, Jäckchen, ein oranges Jäckchen. Ein Bolero-Jäckchen. Genau. Was du nicht magst, obwohl sie es unbedingt haben wollte. Und es passt doch noch schön zu der orangen Hose. Falls es kalt ist, wozu das? Was ist das? Ein Pullover. Ein Pullover. Und eins, zwei, weil Eleonora liebt Leggings. Ich liebe Leggings. Falls es dann doch kalt wird, zwei Leggings. Warum solche, die nicht so drücken. Nicht so. Ja, die Haut. Sollten halt dann in der passenden Größe sein. Wenn sie dann irgendwann rausgewachsen bist, dann funktioniert es natürlich nicht. Ja, dann tut's richtig. Und hier halt das Typische, guck mal. Ja! Ja, alles, was eher so Eleonora ist. Neo Angin Junior, was haben wir noch drin? Desinfektionstuch. Ach, und Eleonora, ihr Shampoo, das Sensitiv. Ist mein Shampoo ein Heilungsmittel? Ein Heilungsmittel, ja. Pantenol, gut, das passt jetzt nicht gerade. Wir hoffen, wir brauchen es nicht, weil die Sonnencreme ist ja dabei. Jetzt kommt hier oben. Genau. Jetzt zeig mal nochmal was. Ich hab meinen ganzen Koffer. So. Ja, vorhin lag sie ja schon drauf. Ich glaube, du wartest schon, dass es bald losgeht, ich weiß. Erstmal die Spiele. Genau, ein paar Spiele haben wir eingepackt. Nicht viele, aber. Stadtname Land. Ja, das ist nicht so schön. Ich denke immer, das heißt Stadtland Fluss. Ja. Obwohl das Black Story. Ja, das ist nur eher nicht für dich unbedingt. Du findest das gruselig. Ich habe, als ich noch kleiner war, da hatte ich mal einen Albtraum. Von diesem einen. Da warst du aber viel, viel kleiner und sie war bloß dabei und man erzählt ja nur darüber. Ich habe gedacht. Ja, aber das einmal passiert schon nie wieder, Gott sei Dank. UNO-Karten, die haben wir sogar in Ungarn gekauft. 1990 Forint, die waren super günstig. Und Romy. Ja. Romy, kannst du zwar noch nicht so perfekt spielen, aber ja, es geht, ich habe es ne? eigentlich noch gar nicht gespielt, aber ich habe es mal probiert. Ja. Du hast die falsche Reihenfolge. Oh Gott. Hier ist der Badeanzug, wo wir gesagt haben. Oh, der ist falsch rum. Ist egal. Weil sie hatten gestern einmal an, aber es war nur ein klares Wasser im Planschbecken. Haben gesagt, naja, trocknen lassen richtig. Und dann. Das war sehr gut. Dann waschen wir jetzt nochmal mit. Das hier ist so ein Handtuch, das man so auf den Kopf tun kann. Und hier vorne ist dann so ein Knopf, das man zumachen kann. Genau. Damit das nicht so mit dem Handtuch, weil das Handtuch, das ist ja immer so. Und dann so bumm. Und ist ja auch nicht gut für die Haare. Es ist Mikrofaser ist das. Genau. Hier hinten ist mein wunderschöner Badeanzug. Aber genau. Den zeige ich halt letztes. Das Ach, Beste kommt zum Schluss. Kommt zum Schluss. Dein neues Space Cap. Mit E. Mit E. E wie Eleonora. Yeah. Hat sie sich selber rausgesucht? Und ich habe noch ein anderes mit Katzenohren. Genau, das hat es jetzt, jetzt mehrere Male schon auf, ne? Sehr gut, oder? Ja, das ist wirklich sehr schön. Weil Sonnenschutz ist wichtig, den brauchen wir definitiv hier in Ohren. Hier sind also, meine. Genau, deine Gummilatschen. Die sind schon ganz schön dreckig. Ja, unten dran sind die schon ein bisschen. Dünn. Und wenn, dann kommen wir nochmal in Ungarn. Die sind cool. Die sind richtig toll. Oh. Am Anfang wolltest du gar nicht. Habe ich es komplett. Das ist doch okay. Das ist meine Schlafhose und mein ja, Schlafanzug. Schlafanzug, ob du ihn anziehst am Ende. Ich glaube, wenn es so warm ist, es sollen Nachttemperaturen von 24 Grad werden. Also ich glaube nicht. Und ich will mir auf jeden Fall einen Sonnenuntergang dort anschauen. Einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang? So einen Aufgang muss man zeitig aufstehen, aber so, ja doch. Ich wache eh irgendwann in der Nacht oder früh auf. Und werd dann die ganze Zeit aus dem Fenster schauen, Leute. Wenn es so ist wie in letzter Zeit, jetzt wo es in den Hut geht, wann nicht so nah kommen. Ist 2 Meter gut? Abstand. Mit Abstand. 2 Meter Abstand. Was hast du noch drin, was wichtig ist? Was ist das? Bettwäsche. Hat alles andere auch das gleiche. Ja, Bettwäsche hier. Und genauso das große schwarze Duschtuch und ein normales Handtuch. Jetzt. Ja, jetzt kannst du dein Bikini zeigen. Den haben wir nämlich jetzt im H&M. Haben wir den gekauft? Ja, das war mein Unter. Ja, die Hose. Der ist richtig Hose. Schick. Doch. Das ist eine Hose. Was ist es denn dann? Eine Schlüpfer. Eine Badeschlüpfer. Das ist halt eine Badeschlüpfer. Und das Oberteil ist niedlich. Das ist das Schönste. Ja, das ist es hier gab oben noch ein schön, anderes, ne? Das so gestreift war. Mhm. Aber das fand ich, weil das hatte nur hier so außen das dran. Und das hier hat eben noch dieses Geriffelte. Genau, das Geraffte. Das kann ich nochmal ein bisschen näher zeigen. Hier. Oh, die Schleife ist aufgegangen. Hier war so eine, da ist eine Schleife drin? Ja, da war eine Schleife drin. Die, ja, die kann man ja wieder machen. Ich mach die jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man das auch normal. Oh, falsch. Dass man das. Ich kann keine Schleifen. Kannst keine Schleifen mehr binden. Oh oh, sie hat's verlernt. Ja, gut, wenn du das so komisch hier in der Hand hältst, ist es bestimmt ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man das Geraffte auch ein bisschen ändern kann. Dann machst du es dann in Ruhe. So, und das war jetzt im Endeffekt Eleonoras Koffer.
viel zu spielen, hast du selber gesagt. Warum nimmst du nicht so viel mit? Na, weil wir die meiste Zeit entweder im Ballaton oder eben im Pool verbringen. Und wenn, dann habe ich was zu malen, so ein kleines Bitzit hier, aber ich glaube, das sollte ich nicht rausnehmen, weil wenn das überhitzt schnell. Mhm. Soll ich das zeigen? Nee, brauchst du jetzt nicht zeigen. Das kannst du dann mal im Urlaub oder so mit zeigen. Ja, genau, so ein Bitzita ist so Haustier im Endeffekt, so Tamagotchi, aber Tamagotchi auf digital. Und was nimmst du noch mit? Ich hoffe, ein Buch. Weil sie hat sich nämlich, was hast du denn dir ausgeliehen? Na, sind wir mal ehrlich. Was hast du ausgeliehen? Mit dem Papa warst du extra. Aus der Bibliothek habe ich mir 3 Bücher ausgeliehen. Mhm. Flüsterwald, das richtig schöne Buch, wo wir schon sehr weit sind, aber Papa ist noch weiter. Also ich habe eins gelesen, ich war nicht so begeistert. Aber der Papa hat ja eins gesagt. 1 und 2 haben wir, glaube ich, gehabt. Und jetzt ist der 3 der verschollene Professor. Ja, du hast aber das 2. Nicht Lukas, ne? Nicht das andere, weil es gibt nämlich mehrere. Lukas und der Zaubertrank gibt's, glaube ich, noch. Wie du hier stehst. Ja. Ich muss mich abstützen. Ich hatte bis vorhin noch Migräne. Lukas und der Zaubertrank. Und davon und wir haben auch extra dort gefragt. Also falls ihr dort mal hingeht. In Limbach und du bist frei. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ja, relativ gering. Und da, weil da haben wir gefragt, ob es von Lukas und der Zaubertrank, ob die da den 2. Teil haben. Aber leider, wenn ihr da fragt, gibt es leider nicht. Das liefert nicht dorthin leider. Nee, es kommt aus einer anderen Bücherei. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben dann festgestellt, wir haben den schon gekauft. Das war das Tolle. Ich hab's nämlich schon angefangen. Wir hatten es angefangen und Mutti und Mama haben nicht mehr gewusst, wo haben wir es hingetan. Ja. Und ich dachte mir nur so, dort unten, da unten. Aber warum fragt ihr dann in der Bücherei nach? Da haben sie es aber alle Bilder verwendet. Nein, wir haben da nach dem zweiten Teil gefragt. Das ist ja der 2. Wir haben den 1. Teil nämlich schon gelesen. Den 2. haben wir extra gekauft. Lukas, ja, der 1. Teil, das ist richtig schönes Kinderbuch. Was? Ja, weißt du nicht mehr? Da haben wir zusammen am Abend gesagt, ich hatte ein richtig schönes Buch, wo der Prolog richtig cool ist. Mhm. Brombeerfuchs. Das finde ich richtig schön. Davon gibt es tausende Teile. Hast du das jetzt ausgeliehen? Ja, das hatte ich ausgeliehen. Das hattest du oder hast du? Also nimmst du das, was nimmst du mit in den Urlaub? So, da bin ich nämlich mal gespannt. Ich weiß, was ich mitnehme. Brombeerfuchs und Flüsterwald. Okay, dann packst du die 2 Bücher, packst sie nämlich dann in ihren Rucksack. Ich lese gerade das Reich. Wo sind eigentlich die Bücher? Die liegen alle noch drüben auf der Kommode, auf dem Bücherregal. Soll ich sie mal zeigen? Das kannst du dann später im Urlaub kommen oder das mal machen. Da kann man, kann sie beweisen, dass sie liest. Und sie hat nämlich, was hast denn du, so ein Leseheft? Richtig toll. Das haben wir irgendwo drüben auf meinem Schreibtisch. Ja, da steht so Sachen drin wie lies mit einer Sonnenbrille, lies mit Füßen im Wasser, lies unter einem Baum. Und genau. So weiter. Also oder? Richtig schönes Heft. Das habt ihr, mit wem habt ihr das gemacht? Das hatte Frau Kretschmer aus unserer Schule. Hat sie das extra vorbereitet für uns. Und der am meisten davon gemacht hat. Ja, wer ist denn die Frau Kretschmer? Das ist eine neue Studentin. Die fast eine Lehrerin ist. Ja, die ist schon fast eine Lehrerin. Die also ist auch, die ist jetzt gerade. Die ist aber auch gut als genau Lehrerin. Dabei. Weil sie ist halt nicht so, dass sie direkt meckert, wenn man mal kurz jemandem was sagt. Mhm. Aber sie ist auch nicht so, dass man die ganze Zeit reden darf. Tja, also ein Jahr kannst du es noch genießen, weil wenn du jetzt in die 4. Klasse kommst, ne? Und danach geht's ab in die Oberschule, also. Ich freue mich schon, weil dann bekomme ich endlich ein Handy. Nur weil sie auf dem Schulweg unbedingt dann ein Handy hat. Das heißt nicht, dass man da andere Dinge dran macht. Also nein, da ist kein Handy dann da. Das hat doch alles andere gemacht. Das mussten unsere Kinder alle lernen. Schade. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch da so ist. Ich will wenn da mit meinen Freunden schreiben. Aber ja, auch der 5. Klasse. Das muss ja nicht sein. Ihr müsst nicht bei WhatsApp, dann fangen die noch, oh Gott, jetzt schon in dem Alter an. Hi. Muss nicht sein. So, jetzt würde ich mal sagen, ach ja, ich nehme übrigens das Buch im Reich der 7 Höfe. Und Papa? Den 2. Teil mit. Der Papa weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, Andi wird es euch garantiert in dem Was Video noch verraten. Ich glaube, ich hatte noch mehr. Andi nimmt wieder mehrere Bücher mit. Ich werde es aber auch fast machen, weil ich habe das jetzt schon angefangen, das Buch. Und ich bin schon mal auf Seite 80. Ich habe gerade mal die letzten 2 Tage, gut, ich habe jetzt Frühdienst gehabt und bin zeitig zu Hause gewesen, habe ich da gelesen. Und nicht, dass ich dann 700 Seiten mal ratzifatzi durchgelesen habe. Mal gucken, was ich im Urlaub schaffe. Man liest ja nicht die ganze Zeit. Machen, den ich immer gemacht sonst. Ja, kannst du dann machen. Wollen wir uns verabschieden und dann, genau, dann würde ich mal sagen, jetzt verabschieden wir uns in dem Sinne. Ja. Tschüss, sagt die Marika. Die Leonora. Und gemeinsam sind wir. Natürlich wir. Was? Und ich mache wieder den Spruch, liken,
abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.